Hallo meine Lieben da draußen und das zum zweiten Mal, weil der Assi mein Speicher leer voll war. Jetzt habe ich es halt nochmal drin. Also, macht nix. Ich wurde von meiner lieben Kopfprinzessin getaggt und die wurde von der Prinzessin Pessa getaggt. Und es geht darum, wenn mein ganzes Make-up verschwunden wäre, welche 10 Produkte würde ich mir sofort nachkaufen? Also, weil ich ja alle 2 Tage hier irgendwas mit den Zossen hier zu tun habe, müssen die gepflegt werden. Und das ist ein No-Go, wenn man unhygienisch irgendwie ist. Und egal, ob man mit oder ohne Make-up rumläuft, aber man sollte nicht stinken. Und eklig aussehen. Und deswegen habe ich als Nummer 1, stellvertretend auch für das Shampoo, diese Oil Repair Spülung. Weil ich, wenn ich mich für eins entscheiden müsste, würde ich das Oil Repair Shampoo nehmen. Habe ich leider weggeschmissen, ich habe nur noch die Spülung hier. Also es war Nummer 1. Nummer 2 ist mein Catrice Gel Eyeliner in der 010 Blackjack with Jack Black. Dann kommt, das war Nummer 2. Nummer 3 ist mein P2 Concealer in der 010 Perfect Shell. Nummer 3 wäre ein Deo. Nein, Nummer 4 wäre ein Deo. Weil ich ja gerade gesagt habe, ich will auch nicht stinken. Nummer 5 wäre mein Essence Quattro in der Farbe 05 To Die For. Ihr seht, das ist ausgelutscht. Ich brauche es jeden Tag. Besser. Und das Coole ist, hier sind auch 2 Brauntöne drin. Das heißt, ich bräuchte mich nicht um meine Augenbrauen zu kümmern, beziehungsweise um Augenbrauenpuder oder Augenbrauenstift, weil ich das hier schon drin hätte. Das war Nummer 5. Nummer 6 wäre dann ein Eyeliner-Pinsel. Der ist jetzt schon benutzt. Von Essence. Nummer 6. Nummer 6. 6. So. Dann brauche ich ja noch eine Mascara. Dann nehme ich 7 und 8 sind hier. Madame Wimpernzang und die Mascara Fashion Look Volume Mascara sind Nummer 7 und 8. Ja. Und 9 und 10 würde ich sagen. Nee, doch. 9 und 10 würde ich sagen, Nummer 9 ist mein Natural Lift Make-up. Und Nummer 10 ist mein Defining Blush von Catrice in der Farbe 060 Rosewood Forest. Was sagt er? Die Mädels, die ich tagge, die verlinke ich unten in der Infobox. Und dann schauen wir mal, was bei denen so zustande kommt, weil ich mag das eigentlich ganz gerne. Klar kann man dann sagen, ich will, es ist mir egal, ich würde dann einfach in den nächsten Laden rennen. Ja, dafür ist der Tag aber nicht gemacht, ihr Schlaumeier. Ja. Dann bin ich durcheinander. Das hier ist übrigens mein Tool, was ich euch in meinem Primark-Haul gezeigt habe. Das mit den Schwalben. Was mich natürlich ein bisschen stört, ist, dass hier so ein ganzer Aal hier raushängt. Aber das kann man ja irgendwie anders nochmal knoten oder so. Und ich habe hier so einen komischen Bubbel am Hinterkopf. Aber egal. Von der Front her sieht das gut aus. Das müsst ihr auch nur sehen. Das könnt ihr natürlich jetzt wegblenden, was ich euch gerade gezeigt habe. Mo. Da ist ein Hund. Ja.
Meine Lieben, ich bin wieder durcheinander. Aber das macht nichts. Ich wünsche euch was. Habt einen schönen Tag und ich hoffe, euch hat das Video gefallen.